Also mein Name ist Wolfgang Thaler, ich bin vom Beruf Kameramann, unterrichte seit Oktober 2008 an der Filmhochschule in Wien. Wie bin ich zu diesem Beruf gekommen? Es war eigentlich schon immer mein Wunsch, mit Film etwas zu tun hat, zu haben, weil mit 14, 15, wo Musik eine wichtige Rolle spielt im Leben, waren in meinem Kopf zu der Musik immer Bilder am Laufen. Und ich setze meine Fantasien immer direkt in Bilder um. Geht mir auch so, wenn ich Bücher lese oder Drehbücher lese. Dann hat es eben noch so 8 Jahre gedauert, um wirklich den Schritt dorthin zu machen, um eine Ausbildung als Kameramann zu absolvieren. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach einen Zugang hat zur Branche. Wenn man die Aufnahmebedingungen von einer Filmhochschule liest und man kommt aus einem Dorf, dann schreckt einem das einfach ab. Und jede andere Sache, die ich angegangen bin, wusste ich, das ist nur vorübergehend und irgendwann einmal begreift man, man muss das machen, was man möchte. Naja, ich habe alle möglichen Sachen gemacht. Also, ich habe Lawinen verbaut als Hilfsarbeiter, ich habe in Deutschland als Straßenpflasterer gearbeitet, in München als Nachtwächter. Ich habe nebenbei eine Imkerei betrieben, ich habe als Koch gearbeitet, ich habe Landwirtschaft studiert, nicht sehr ernsthaft, bis eben für mich klar war, ich muss das machen, was ich immer wollte, im Film. Es ging darum, einen Kameramann zu finden oder eine Kamerafrau zu finden, der 4 Monate mit der Kamera am Rücken durch den Tibet geht und dort einen Film macht, 90 Minuten Dokumentarfilm fürs Fernsehen. Und natürlich sind nicht so viele Menschen bereit, dass sie einfach 4 Monate weggehen von der Familie, von zu Hause, von den Freunden. Und Tibet hat mich natürlich immer interessiert. Ich liebe die Natur. Ich mag es, zu Fuß zu gehen. Ich mag es, im Freien zu übernachten. Nachdem das alles gut gegangen ist, wir haben zum Teil wirklich wilde Situationen erlebt, weil es war nicht wirklich eine Drehgenehmigung vorhanden. Die nepalesische Polizei hat uns dann irgendwie gejagt und nebenbei mussten wir auch einen Film zustande bringen. Wir hatten immer 1, 2 Tage Vorsprung, haben dann immer wieder einen 5000er Pass zwischen uns und der Polizei, die uns gesucht hat, gelegt, bis wir dann nach 2,5 Monaten schlussendlich in diesem Gebiet angekommen sind, wo wir eine Drehgenehmigung hatten. Und dann konnte man uns nichts mehr anhaben. Ich habe vor 1,5 Jahren dann den License Officer wieder getroffen in Nepal, der natürlich zur Verantwortung gezogen worden ist. Und er konnte aber nachweisen mit den Behörden, die am Eingang zu diesen verbotenen Gebiet sind, dass wir kein Filmgerät dabei hatten und so war er auch aus dem Schneider. Weil es ist ja doch so, dass wir, die wir Filme machen, oft Dinge in Bewegung setzen und hinterher keine Kontrolle mehr haben darüber, was daraus wird. Also wir haben da durchaus eine Verantwortung darüber. Das war uns damals aber noch nicht so bewusst. Für uns war die Aufgabe, wir müssen mit einem Film nach Hause kommen. Wir haben gedreht auf Super 16 mit der Aton. Die Herausforderung dabei war, dass ich praktisch 5 Monate keine Muster gesehen habe. Das heißt, wir hatten keine Kontrolle darüber, wie ist das Filmmaterial, ist es technisch in Ordnung, ist es gut belichtet, erzählen wir die richtigen Geschichten. Ist der Weg, wie wir die Geschichten erzählen, richtig? Und aus dieser Erfahrung heraus
sich auf das Gefühl zu verlassen, auf das zu verlassen, was man selber durch die Kamera, durch den Sucher gesehen hat, kommt dann eine gewisse Sicherheit. Und natürlich wirst du dann längere Zeit hauptsächlich für solche Projekte dann angerufen. Naja, musste schauen und das ist sowieso eine spezielle Sache. Am Anfang, wo ich gedreht habe, war das so, dass ich eine große Scheu davor hatte, mir die Muster anzuschauen, weil ich war jedes Mal nur enttäuscht. Und ich brauche auch heute noch eine gewisse Distanz, zeitliche Distanz, um mir die Sachen anschauen zu können, um zu begreifen, das war eh okay. Es war damals tatsächlich ein bisschen Stress, aus einer Unsicherheit heraus, mangelnde Routine und vor allem der Druck, der auf dir lastet, du hast eine große Verantwortung. Weil wenn das negativ nicht in Ordnung ist, wenn die Geschichte, die erzählt wird, nicht stimmt, dann ist der Kamera dafür verantwortlich. Die Regie hat es dann leichter, sich da rauszureden oder sich abzuputzen. Während eben, wenn ein Film gelingt oder auch ein Flop wird und man als Kameramann gut gearbeitet hat, dann bleibt das wieder ganz an der Regie hängen. Aber es ist schon so, dass diese 4 Monate und dann das Wissen, dass das alles gut funktioniert hat, mir Sicherheit gegeben hat. Und ich habe auch dann so, nachdem dieser Film abgetastet wurde fürs Fernsehen und er nicht so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ich habe mir das bunter vorgestellt, weniger schmutzig, war ich unzufrieden und ich musste dann lernen, nachdem das Material abgegeben ist und der Film geschnitten wird, dass man auch in der Lage sein muss, als Kameramann loszulassen. Dieses Loslassen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess. Ich habe mich unnötig künstlich aufgeregt über irgendwelche Farbnuancen bei der Abtastung. Das passiert mir heute Gott sei Dank nicht mehr. Heute genügt mir, wenn ich bei speziell schwierigen Einstellungen hinterher kurz das Bild sehe, weil genug Sicherheit da ist, um das durch den Sucher beurteilen zu können. Im Nachhinein, wenn ich den Film auf der Leinwand sehe, denke ich mir, es ist schade, ich wäre manches Mal gerne mit in der Felswand gewesen. Aber das hätte nur funktioniert in Kombination mit der Regie, weil wir dort dann vor Ort spontan eventuell Geschichten gesehen hätten, gefunden und gedreht hätten, die uns auf Ebene Erde sowieso auch dann passieren und wo wir darauf reagieren. Die Kameramänner in der Wand waren halt, man muss sich das vorstellen, es ist eine irre Belastung, in einer senkrechten Wand zu sein, völlig ausgesetzt, den ganzen Tag Sonne, dem Wind ausgesetzt zu sein und zu wissen, man muss bestimmte Bilder bringen, man muss gute Bilder bringen, weil ich sonst unzufrieden bin mit ihnen, doch der Regisseur unzufrieden ist. Das Loslassen und denen die Bildgestaltung zu überlassen, das war mir im Prinzip kein Problem. Wir hatten ja, nachdem wir vom Film auf Video umgestellt haben in der Felswand, hatten wir die Chance, uns die Muster anzuschauen und anhand dieser Muster zu diskutieren und Bilder einzufordern. Und das wurde ja dann auch begriffen und toll umgesetzt. Also das war für mich ein tolles Erlebnis, zu sehen, wie sich die 3 Kameramänner in der Felswand im Laufe dieser Wochen von der bildgestalterischen Seite her entwickelt haben. Wir haben auf Super 16mm gedreht, weil mit 35mm kannst du sowas überhaupt nicht machen.
Wir haben uns eben das beste System an Videokamera herausgesucht, was sich am besten mit Film mischen lässt. Und man darf nicht vergessen, wir haben hinterher die bestmöglichen Geräte, um zu verschleiern, dass da zwei verschiedene Formate eingesetzt wurden. Das bedeutet allerdings nicht, wenn man diesen Film sieht, dass man automatisch in jeder Situation Film und Video leicht mischen kann, ohne dass man das merkt. Das ist ein Irrtum. Wir waren den ganzen Tag immer in der Sonne. Es war immer außen. Und wie gesagt, wir haben die beste Gerätschaft gehabt, um hinterher das Mischen von Formaten zu verschleiern, sodass es ausschaut wie Film. Na, ich habe einfach gesagt zum Pepe Dankwart, dass ich der falsche Kameramann für diesen Film bin, weil ich nichts mit Klettern zu tun habe. Ich bin maximal Bodenpersonal dabei. Und er hat eben trotzdem darauf bestanden, dass ich das mache, weil er hat gefunden, dass ich dann in der Lage bin, eben die Kameraleute, die in der Felswand arbeiten, zu unterweisen oder auszubilden oder dorthin zu pushen, Bilder anzuliefern, die er gerne für diesen Film gesehen hätte. Und schlussendlich hat er ja auch recht gehabt und ich bin dann eingetaucht in dieses Thema. Und habe mich nebenbei mit dieser Landschaftsfotografie dort beschäftigt, was in Yosemite Valley unglaublich schwer ist. Aus irgendeinem seltsamen Grund schaut die Naturkulisse absolut toll aus, aber das filmisch oder fotografisch festzuhalten, das ist in einer kurzen Zeit, in einem Monat, wo man dort ist und wo einem wenige Stunden für Landschaftsaufnahmen bleibt, das ist, war eher für mich die schwierigste Sache. Ja, dieser Film ist möglich geworden aus dem Grunde, dass der Pepe Dankwart und ich uns schon von anderen Filmen her sehr gut gekannt haben. Wir haben uns kennengelernt bei Primadonnen. Da hat er mich angerufen und wir haben so halt so Smalltalk gemacht, weil wir uns nicht kannten. Er kannte maximal den Film Megacities, glaube ich, von mir. Und am Ende des Gespräches fragt er mich, hast du schon jemals einen Musikfilm gemacht? Und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich zurückgefragt, noch hast du schon jemals einen Musikfilm gemacht? Und er hat gesagt, nein, habe ich auch nicht. Und dann sage ich, nur siehst du, wir machen das. Ich kann's. Und so hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Dann haben wir ja danach diesen Tour de France-Film gemacht, wo drei Kamerateams selbstständig unterwegs waren, wo Pepe dann einen Tag dort, einen Tag da und einen Tag mit diesem Team unterwegs war. Und dieses blinde Verstehen und vor allem das blinde Vertrauen aufeinander, das war ja die Voraussetzung dort, dass man diesen Film mit dieser relativ kurzen Vorbereitungszeit über die Bühne gebracht haben. Technisch war das natürlich eine aufwendige Angelegenheit, weil so ein Film ja auch ein bisschen von grandiosen Bildern lebt. Und Teile dieser grandiosen Bilder zu verwirklichen, erfordert eben ein besonderes Gerät. Wenn man merkt, das ist einem wert, dann opfert man eben einen gewissen Teil des Budgets, um die Kosten für eine Einstellung, die dann am Anfang des Films 20, 30 Sekunden dauert, zu investieren. Und da ist natürlich der Stress sehr groß, weil du weißt, es funktioniert theoretisch, aber eigentlich weißt du, es ist hohes Risiko, dass das Ergebnis die Kosten rechtfertigt, weil man muss vor Ort sein und den Kran erst aufbauen können und dann bemerken, was überhaupt funktioniert, was nicht funktioniert. Die Bedingungen von Seiten der Parkverwaltung waren haarsträubend. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Glück gehört sowieso zum Filmemachen dazu. Na, ich persönlich hätte auf den Kran ja verzichtet am Anfang. Und da hat mich Pepe überzeugt, dass er diesen Kran unbedingt haben möchte. Und ich finde es ja auch eine grandiose Anfangseinstellung.
Ich kann jetzt im Nachhinein schwer sagen, es wäre ohne dem auch gegangen. Aber wenn der Film gut ist, wenn der Inhalt gut ist, funktioniert ein Film auch mit sehr einfachen filmischen Mitteln. Also ich bin nicht derjenige, der gerne mit Technik protzt. Ich habe gerne gute Kameragerät, ich habe gerne gute Linsen. Ich habe gerne, dass das Klagloch funktioniert und dass mir die Technik keine Energie wegnimmt vom Gestalten von Bildern. Es muss einfach funktionieren. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man als Kameramann auch mehr Zeit vor Ort hat, sich einzufühlen. Man kommt irgendwo hin, man ist in einer völlig neuen Umgebung, neue klimatische Bedingungen und man kriegt maximal einen Tag Zeit, um sich in das Ganze hineinzufinden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und das kostet auch die meiste Kraft. Und dann wird man direkt in die Dreharbeiten hineingestoßen. Man muss sofort ein Gefühl bekommen dafür, wie man die Sachen dreht, wie man mit den Menschen vor der Kamera umgeht. Viel Kraft kostet eben die emotionale Seite der Kameraarbeit, nämlich zu den Leuten vor der Kamera eine Beziehung aufzubauen, dass sie spüren, dass sie respektiert werden von mir. Und man muss sich auch lange genug zeigen dürfen, damit auch sie mich mit meiner Arbeit beobachten können und begreifen, was ich mache. Und erst dann kommt man zu einem guten Ergebnis. Weil man muss sich vorstellen, ich klebe ja mit der Handkamera, mit einer 12er Optik relativ nahe vor ihrem Gesicht. Und sie sollen trotzdem in der Lage sein, sich authentisch und natürlich zu benehmen und das, was alltäglich ist, auch mit der beobachtenden Kamera auch zuzulassen. Also das kostet oft mehr Kraft als 10 Stunden Kamera auf der Schulter zu tragen. Naja, ich nehme da jetzt einmal als Beispiel den letzten Dreh in Bangladesch. Es geht hier bei diesem Film War is Glories um weltweite Prostitution, um die Geschichten von den einzelnen Prostituierten. Und wir sind dort angekommen und am Abend des gleichen Tages, wo wir angekommen sind, hat uns der Regisseur, der Michael Glavoka, den Müttern vorgestellt. Eine Mutter ist dort sowas wie der Zuhälter. Also sie hat eine bestimmte Anzahl von Mädchen, die sie betreut, die natürlich auch das für sie arbeiten, klar. Und das waren dann das erste Mal eintauchen in eine völlig neue Welt. Jetzt ist es schon nicht einfach, sich in so einer Welt zu bewegen, wenn das einem völlig unbekannt ist. Dann wird man Menschen vorgestellt, wo man sich ganz sicher nicht den Namen merkt am Anfang, sich maximal das Gesicht einprägt. Wo es Scheu zu überwinden gilt. Dort arbeiten immerhin 800 Mädchen und das war schon ein bisschen zu viel. Es hat dann einige Tage gedauert, um die Leute wiederzuerkennen, wie soll ich das ausdrücken? Um eine Beziehung herzustellen, weil das sind ja keine einfachen Menschen. Die arbeiten ja in einem ganz harten Beruf. Und die müssen ja etwas zulassen, für mich. Dann war das in dieser Situation auch so, dass wenn du in so entfernten Ländern so nicht gezeigte Geschichten drehst, die Menschen hatten ja noch nie was mit deiner Kamera und mit deinem Filmteam zu tun. Das heißt, du musst ihnen die Chance geben, auch zu begreifen, was wir machen, so wie wir die Chance brauchen, zu begreifen, was die machen. Das ist schon ein ganz wesentlicher, und wichtiger Teil. Wie wir nach 2 Wochen weggefahren sind,
hat sich das Bild sehr geändert. Wir hatten natürlich schon bis zu diesem Zeitpunkt fantastisches Material gesammelt. Trotzdem würde ich behaupten, von meiner Seite her wäre das dann fast der ideale Zeitpunkt gewesen, um noch einmal neu anzusetzen. Wobei man natürlich aufpassen muss, dass man auch die Leute nicht verbraucht. Dass sie plötzlich Dinge machen vor der Kamera, die sie nur tun, weil sie begriffen haben, was wir sehen wollen oder was wir für Geschichten wir einfangen wollen. Und ich spüre das ja dann durch den Sucher, wenn sie dann etwas machen, was für die Kamera ist, dann ist das auch ganz schlecht. Es ist so ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Ich kenne ja dieses Verhältnis ein bisschen von Bergland zu Flachländern, wobei ich ja nicht ein Flachländer bin, aber ich schaue halt nicht aus nach einem Bergmenschen. Und wann immer wir eine Kampfjagd gedreht haben mit Jägern, das war, wenn wir uns getroffen haben in der Früh, es war immer nur Augenverdrehen, aber was wollen die, da denen zeigen wir es. Und so eine ähnliche Situation, zwar nicht so offensichtlich wie mit den Jägern, war es auch mit den Huberburm, weil die sind ja doch super durchtrainierte Burschen und ich selber habe mit dem Fels ja nichts zu tun. Und ich habe dann schon gespürt, dass ich muss mir da irgendwie den Respekt erkaufen und habe dann eben gesagt, ich möchte dort hinauf, wo der Start von diesem Wettlauf gegen diese 1000 Meter beginnt. Und es war so immerhin 50, 60 Meter weiter oben und durchaus nicht ungefährlich zum Hinaufkraxeln. Und ich habe darauf bestanden und der Alex Huber ist da mit mir darauf gegangen und dann irgendwann einmal 30 Meter bleibt er stehen und sagt, du weißt, wenn du da runterfällst, bist du jetzt tot. Magst weitermachen? Und ich habe gesagt, ja, wir tun weiter. Ich habe das aber nicht aus Leichtsinn gemacht, sondern aus dem Grund, weil ich wusste, dieses Gelände kann ich noch irgendwie bewältigen. Und dann war eben so ein gewisser Respekt hergestellt und dann später haben sie auch beobachtet, wie ich drehe, was ich mache. Ich habe eine emotionale Beziehung zu ihnen aufgebaut und diese Beziehung besteht bis heute. Wir stehen weiter immer im Kontakt, wann immer es geht, telefonieren wir uns an und treffen uns. Diese Nähe ist aber ganz wichtig gewesen, besonders bei den Huberburmen, weil das ja doch sehr zwei extrem starke Persönlichkeiten sind, die sich nicht unbedingt so leicht öffnen. Also die öffnen sich besonders Medien gegenüber, nicht jeden Menschen, sondern sie haben so ein bestimmtes Programm, was heruntergespult wird. Man bleibt auf der Oberfläche. Und wie gesagt, die Beziehung zu den Protagonisten ist ganz wichtig von Seiten der Kamera. Die Hedrum-Geschichte beim Ulrich Seidel. Wir haben, bevor wir den ersten Spielfilm von ihm und von mir gedreht haben, Hundstage, eine Fernsehdoku gemacht, die Spaß ohne Grenzen hieß. Wir haben dort sehr extreme Kadragen gemacht, sehr extremen Hedrum. Wir haben bei diesen Vergnügungsparks Fahrgeschäfte ausschließlich ohne Menschen gezeigt, leerfahrende Fahrgeschäfte. Wenn ich mir das heute anschaue, bin ich überrascht, wie mutig und frech wir da waren. Das war aber klar, das ist ein Film, der kommt nur ins Fernsehen. Es wird keine Untertitel und nichts geben. Beim Spielfilm bei Hundstage selber hatte ich das Gefühl, nachdem diese Mischung zwischen Handkamera und eingerichteten statischen Bildern, dass man da diese Kadrierung weniger extrem machen sollte. Außerdem muss man bei der Kadrierung auch Rücksicht darauf nehmen, dass man, wenn man Super 16 dreht, auch in normalen Programmkinos nur das 1:1,85 Format hat. Das heißt, du musst
das Filmbild für zwei verschiedene Formate kadrieren. Dann musst du bedenken, dass der Untertitel dazu kommt. Und ein Untertitel, der immer über das Gesicht eines Protagonisten geht, das ist nicht wirklich schön. Das waren Argumente für mich, um eine andere Kadrierung zu erreichen oder eine, sagen wir jetzt einmal, normalere, obwohl es in dem Sinne nicht normaler ist, weil wir haben trotzdem noch immer viel Headroom. Für diese Argumente war der Ulrich zugänglich. Ich selber habe diese Argumente nur benutzt, um eben ein bisschen andere Kadrierung, die meinem Geschmack besser entsprochen haben, durchzusetzen. Aber auch da gibt es inzwischen ein völlig klares, eindeutiges, blindes Vertrauen und Verstehen. Wenn wir ein Bild suchen, da muss nicht lange diskutiert werden. Wir diskutieren höchstens noch darüber, ist es wert, hier die Kamera einzuschalten oder ist es ein Bild, was wir auslassen, weil wir finden, es hat zu wenig Kraft. Bei Ulrich Seidels Dokumentarfilmen und seinen Spielfilmen ist der hauptsächliche Unterschied der Inhalt. Weil wenn Ulrich Seidel Dokumentarfilme macht, wird auch inszeniert, arrangiert, das Bild eingerichtet. Dort wird auch nichts dem Zufall überlassen. Beim Spielfilm ist es so, dass man mit Ulrich Seidel eben dokumentarische Mittel heranzieht, um seine Geschichte zu erzählen, um die Geschichte des Films, der Protagonisten zu erzählen. Diese Herstellung schaut zwar dokumentarisch aus, ist aber alles sehr präzise. Es ist im Bild nichts zufällig. Kein Bleistift, kein Telefon, kein Glas steht zufällig irgendwo in der Dekoration herum. Wir haben bei diesem Spielfilm eben authentische Drehorte, wo dann mit den Schauspielern hingegangen wird. Benutzen diesen authentischen Drehort, der aber von der Ausstattung und von uns nach unseren Wünschen neu eingerichtet wurde, neu arrangiert wurde, sodass die Bilder, wo immer die Kamera hinschaut, eine gewisse Einfachheit, Kargheit und dadurch ein bisschen Kraft bekommen. Also wir räumen sehr viel aus dem Bild hinaus. Zum Beispiel die Situation bei Import-Export in der Geriatrie. Wir haben Bilder abgenommen, wir haben auf jedem Nachttisch die gleichen wenigen Gegenstände drauf, nämlich die Trinkflasche, den Behälter fürs Gebiss. Ab und zu brechen wir das, indem ein kleiner Teddybär dort sitzt. Aber in Wirklichkeit arrangieren wir die Bilder so, dass wir sehr viel aus dem Bild hinausräumen. Und das kommt dann sehr dokumentarisch herüber, obwohl genauso wie bei jedem hergestellten Bild wir diese Bilder, also von einem normalen Spielfilm unter Anführungszeichen, wir dieses Filmbild auch herstellen. Also Ulrich Seidels Dokumentarfilme sind nicht so in eine Situation hineinhupfen, in eine Situation hineingehen und schauen, was wir aus der Situation bekommen. Das betrifft nur den Inhalt, das betrifft die Schauspieler. Wir hatten einen Schauspieler, das ist der Patient, der gestorben ist. Das war ein Schauspieler, ein Laiendarsteller. Und den haben wir halt zwischen den authentischen Patienten hineingelegt. Und die anderen Patienten waren, da haben wir die Zustimmung bekommen, die Erlaubnis bekommen. Und sie wurden dann eben zum Teil mit Schauspielern konfrontiert, mit Georg Friedrich, mit der Hofstädterin oder mit der Katharina Rack. Für die Patienten war das eine große Abwechslung vom Alltag, weil wir gehen ja dort nicht hinein und benutzen die und gehen wieder raus, sondern sie hatten Zuspruch vor ihnen, wir haben ihnen zugehört, wir haben gefragt, wie es geht. Wir sind dort auch außerhalb der Drehzeit immer wieder hingegangen und haben
die Leute besucht, haben geschaut, wie es einem geht, weil es ist dort ja auch ein Platz, wo man sich ja nicht so unbedingt einfach bewegt, weil das ist ja auch für einen, ist ja auch ein extremer Ort. Und extreme Bedingungen. Und man muss ein Gefühl dafür bekommen, man muss ein Gefühl für die Menschen bekommen, man muss ein Gefühl für die Räume bekommen und daraus Bilder für den Film entwickeln. Und wir waren da etliche Male vorher auf Besuch, haben uns den Leuten vorgestellt und dass sie sich wieder erinnern, wenn wir kommen. Ulrich Seidel hat es natürlich noch viel intensiver betrieben als ich. Der ist öfters hingegangen, hat ein Patient hat sich immer einen Schweinsbraten gewünscht, den hat er dann immer mitgebracht. Der hat so mehr Beziehung zu den einzelnen Patienten aufgebaut und dann war das selbstverständlich, wenn wir mit der Kamera kommen, dass wir dann auch drehen dürfen. Du musst einfach ein offener Mensch sein. Du musst auf die Menschen zugehen können. Sowieso als der Beruf der Kamera erfordert, dass du ein guter Beobachter bist. Und wenn du ein guter Beobachter bist, dann beobachtest du ja auch das ganze Leben lang Menschen. Und daraus leitet sich ein Gefühl für Menschen, für Situationen ab. Also vielleicht ist das, dass man ein Psychologe sein will, ein bisschen übertrieben, aber man muss einfach den Menschen gegenüber offen sein und offen auf sie zugehen. Man muss vorausahnend sein, man muss spüren können, wann eine Situation entsteht. Weil wenn man eine Situation beobachtet, die für den Film toll wäre, ist es schon zu spät. Es ist zu spät, den Kameraassistenten, den Tonmann so weit zu bringen, dass man innerhalb von 3-4 Sekunden in die Situation hineingeht. Außer es gibt eine Situation, die dauert dann einfach länger, aber in der Regel ist es so, dass man vorausahnen muss, was wird jetzt passieren. Die Voraussetzung dazu ist wieder Beobachten, eine Beobachtungsgabe. Man muss sich die Zeit nehmen können, auch zwischen den Drehphasen die Situationen, die Menschen, das Leben zu beobachten, um rauszufinden, okay, an diesem Punkt findet ab und zu diese Situation statt. Ich kriege zwar nicht die gleiche Situation, aber vielleicht eine ähnliche. Wir machen uns bereit, das zu einzufangen. Extremes Beispiel dafür ist in Working Man's Death diese Nigeria-Geschichte, die Schlachtszenen. Da waren wir ein sehr eingespieltes Team, Kameraassistent, Tonmann, Michael verlässt sich dann voll auf mich, weil er sieht ja, was ich mache. Da waren wir diese wenigen Stunden, die wir jeden Tag gedreht haben, quasi jeden Augenblick bis aufs Rollenwechseln drehbereit. Wenn man spürt, jetzt entsteht eine Situation, konnte ich sofort auf den Auslöser drücken und es war mir klar, der Tonmann ist automatisch auch mit dabei. Genauso muss man spüren, diese Situation, da waren wir zu spät, dass man einfach dann die Kamera ausschaltet, um Energie zu sparen, um auf den richtigen Augenblick zu warten. Man muss vorausahnen können, geht er jetzt links, geht er jetzt rechts, weil das dass man mit den Schwenken, mit der Handkamera nicht hinterherhängt. Natürlich hat man als Kameramann eine große Verantwortung für das, was vor der Kamera stattfindet. Es gibt da die Szene bei dem Schlachthof, wo die Kühe zum Schlachtplatz getrieben werden. Rastet eine Kuh völlig aus und spießt fast einen zufälligen Passanten dort auf. Jetzt war mir klar, diese Situation muss ich einfangen. Es war mir aber auch klar, in dem Moment, wo es gefährlich wird, muss man die Kamera ausschalten und sofort ihm zur Hilfe eilen. Was wir dann auch gemacht haben. Der Kameraassistent ist dann hineingesprungen und hat der Kuh einen Tritt gegeben mit dem Fuß. Weil die nächste Attacke hätte einfach unglaublich tödlich ausgehen können.
Also das, so eine Situation muss man dann während des Drehens spontan entscheiden. Oder beim Am Limit, das ist zwar nicht im Film, aber im Making-of. Wir haben gedreht, wie Dean Potter von dieser Wand mit dem Fallschirm hinunterspringt. Und ich habe das mit der 1400 mm langen Linse gedreht. Und es war so, durch diese Nähe in dieser Optik hatte ich ja kein Gefühl, wie weit ist der noch über Grund, wo er den Fallschirm öffnet. Und durch die Optik hat er so ausgeschaut, der stürzt jetzt in den Tod. Und für mich war völlig klar, bevor ich das mitdrehe, schalte ich die Kamera aus. Und ich war schon dabei, die Kamera auszuschalten, weil ich wollte das auf keinen Fall am Film haben, wo sich dann der Fallschirm geöffnet hat. Also für solche extremen Situationen bin ich auf keinen Fall zu haben. Es gibt auch Momente, die ich einfach nicht drehe, weil ich denke, erstens, das passt nicht in den Film, obwohl es eine super Situation ist, nur sie stimmt nicht. Und es sind gewisse Momente, die sind einfach auch nur für einen selbst und nicht für die Filmkamera. Ich tue schon sehr viel, um ein gutes Bild zu bekommen, was man vorher nicht so gesehen hat. Aber natürlich steht im Vordergrund immer, dass möglichst jedes Risiko ausgeschalten ist. Es kann immer was passieren. Es kann auch, wenn wir quer an der Straße was passieren. Wenn es zu lebensgefährlich ist, dann wird man das nicht machen. Es geht dann einfach nicht. Man versucht natürlich, das Risiko zu minimieren. Aber wie kannst du ein Risiko minimieren, wenn du in einem Helikopter sitzt? Es kann tausendmal gut gehen und beim 1001. Mal stürzt du ab. So ein gewisses Berufsrisiko gibt es immer. Aber natürlich geht man nicht blind in Situationen hinein und riskiert Gesundheit, um ein Bild zu bekommen. Das wäre ja dumm. Ich kann mich nur an Situationen erinnern, wo hinterher mir bewusst geworden ist, dass wir absolutes Glück hatten. Mein zweiter großer Film, den ich gedreht habe, war ein Winterdreh in der Arktis, 600-700 Kilometer vom Nordpol entfernt, auf Franz Josefs Land. Und wir hatten gedreht in einem Sund zwischen Inseln. Es war da dann im Winter eine eisfreie Stelle und es war uns eigentlich nicht klar, warum ist diese Stelle eisfrei, warum treiben dort Eisberge herum. Wir haben uns den ganzen Tag am Eis dort aufgehalten. Der Tonmann ist noch draußen geblieben, auf einer Eisscholle, um noch Töne zu bekommen. Wir waren vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde an Land. Wir haben auch nie verstanden, warum die russischen Polarexperten darauf bestanden haben, dass wir nicht am offenen Eis übernachten, sondern immer eine Insel aufsuchen mit unseren Zelten. Und auf einmal kracht es und wir wussten nicht, was das ist, weil es war neblig. Da ist ein Gletscher abgestürzt. Ein Gletscher hat gekalbt und hat einen Tsunami ausgelöst. Das heißt, einige Quadratkilometer von dem Eis, wo wir den ganzen Tag uns bewegt haben, haben sich in nichts aufgelöst. Und der Tonmann hatte das Glück, dass die Eisscholle, auf der er gestanden ist, dass die Welle die Eisscholle in Richtung Ufer gespült hat. Und er hat diesen Moment des Andockens von der Eisscholle dazu benutzt, um an Land zu springen. Weil genau in diesem Moment, wo er am Land angekommen ist, die Eisscholle war verschwunden. Und im Winter ins arktische Wasser zu fallen, das bedeutet sterben, weil wir waren weit, weit 60 Kilometer weg von unserem Basislager, von einem Ofen, von Hilfe. Das war schon eine Situation, wo einfach das ganze Filmteam unglaubliches Glück gehabt hat. Das war uns aber während des Drehens überhaupt nicht bewusst. Das größte Risiko von Kameramännern ist das Verunglücken auf der Straße. Genauso wie bei Bergsteigern. Weil wir doch
durch Motivbesichtigungen und sonstiges oft von Drehort zu Drehort hetzen oder versuchen noch nach Hause zu kommen, zur Familie nach einem langen Arbeitstag. Also das Risiko, quasi dann auf der Straße einen Unfall zu haben, das würde ich einmal als höher einschätzen. Natürlich Kameraleute, die im News-Bereich arbeiten, die als Kriegsberichterstatter arbeiten, die sind natürlich erhöhtem Risiko ausgesetzt. Aber die sind sich dann dessen aber schon auch bewusst, was sie da machen. Da habe ich auch extremes Glück, weil meine Frau hat früher auch im Film gearbeitet und arbeitet jetzt wieder im Film. Das bedarf einfach eines großen Verständnisses vom Partner und von der Familie. Und die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, muss man halt dann sehr intensiv der Familie widmen. Wie gesagt, ich habe da einfach ein großes Glück, eine tolerante und verständnisvolle Frau zu haben und die auch für den Film lebt, sonst wäre das sicher nicht gegangen, weil es hat oft Jahre gegeben, da habe ich mit meinem Kameraassistenten mehr im Zelt verbracht als zu Hause geschlafen. Leidenschaft für den Film, Leidenschaft für bewegte Bilder. Es gehört natürlich auch ein bisschen optisches Talent dazu. Manches Mal vielleicht auch ein ungeliebtes Wort von mir, Disziplin, Neugierde, Beobachtungsgabe. Da ist noch das Wort vom eigenen Stil gefallen. Kameraleute sollten ja nicht einen eigenen Stil entwickeln. Außer sie wollen sich selber auf einen eigenen Stil festlegen und können dann nur quasi Filme drehen, Projekte drehen, wo dieser Stil die Geschichte unterstützt. Ich finde ja, dass sich die Kamera dem Drehbuch unterordnen muss, der Geschichte unterordnen muss und sich den jeweiligen Drehbuch, dem jeweiligen Film anpassen muss. Also so einen, natürlich wird die eigene Handschrift immer ein bisschen durchkommen. Wenn man so etwas hat, wird man auch mehr oder weniger immer mit den gleichen oder ähnlichen agierenden Regisseuren arbeiten. Aber im Wesentlichen darf sich die Kamera nie in den Vordergrund spielen. Die Bilder müssen sich der Geschichte unterordnen. Ich habe den Weg über die Filmschule eingeschlagen, weil das für mich der einzige Zugang war. Hätte ich einen Kameramann kennengelernt, der mich als Kameraassistent ausgebildet hätte, wäre dieser Weg genauso gut gewesen. Natürlich gibt einen die Filmschule also mehr am Anfang mehr Freiheit, sich auszuprobieren. Du darfst Fehler machen. Du darfst aus diesen Fehlern lernen, das ist später nicht möglich. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn dann Kameraleute mit der Filmschule fertig sind, mit der Filmakademie fertig sind, dass sie nicht als Kameraassistenten eine kurze Zeit arbeiten, um sich ein Netzwerk aufzubauen, um Kontakt in die Branche zu bekommen. Ich finde es einen Fehler zu glauben, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, man ist jetzt ein Kameramann, Kamerafrau. Ich würde da dringend empfehlen, schon während des Studiums Kameraassistenz zu machen, Oberbeleuchter zu machen, aber besser noch Kameraassistenz zu machen, um sich schon das Netzwerk aufzubauen, um danach leichter einen Fuß in die Branche zu bekommen. Der andere Weg ist natürlich auch hervorragend geeignet dazu, um den Beruf zu ergreifen. Nur sind die Lehrstellen sehr begrenzt.
Kameraleute arbeiten gerne mit den gleichen Assistenten, wo man sich kennt, wo man sich darauf verlassen kann, wo man sich um die technische Seite nicht kümmern muss. Man kann sich darauf verlassen, es ist scharf, es ist alles da, wie besprochen. Und da muss man schon ein großes Glück haben, dass man den anderen Weg beschreiten kann. Digitales Format hat einfach eine ganz andere Ästhetik. Ich finde es nur schlecht, wenn man auf digitalen Formaten dreht und dann versucht, einen filmischen Look damit zu erzeugen. Wenn man einen Filmlook haben möchte, sollte man auf Film drehen. Wenn man das andere Format nimmt, sollte man ruhig mit dieser Ästhetik, die dieses Format zur Verfügung stellt, spielen und arbeiten. Ich schätze den digitalen Einzug, wenn es darum geht, ein digitales Intermediate herzustellen, weil wir plötzlich ein ganz anderes Werkzeug in die Hand bekommen haben, auf Film gedreht. Nicht nur eine normale Farbkorrektur, sondern man kann dann noch einmal wie ein Maler über das Bild drüber gehen. Man kann Aufmerksamkeiten im Bild verschieben. Das ist schon ein tolles neues Werkzeug, dieses digitale Intermediate. Aber als Ausgangsmaterial bevorzuge ich nach wie vor persönlich einfach den Film. Werde mich auch nicht querstellen, wenn es darum geht, auf HD zu drehen, obwohl HD hat einfach noch viele, viele Nachteile und Schwächen gegenüber dem Film. Bevor nicht das Videoformat die gleichen Qualitäten wie Film erreicht, auch im Handling, in der Leichtigkeit, in der Unkompliziertheit des Speicherns, glaube ich, wird Film noch eine Zeit lang mithalten. Dieses digitale Format wird ja immer aus Kostengründen ins Rennen geworfen, was ich für einen Irrtum halte, weil der ganze Prozess der Nachbearbeitung hinterher dafür viel teurer ist, um dort ein gutes Ergebnis zu erzielen.